Ha, Liro, heute ein Tipp zu LibreOffice hier in der Version 5 und zwar mit der Autokorrektur. Beispiel: Ich habe bereits ein Kürzel definiert namens IS. Wir haben Probleme mit der, und jetzt groß IS, ja. Wenn ich jetzt ein Leerzeichen eingebe, wird anstelle von dem Kürzel IS ein anderer Begriff automatisch eingefügt. Und zwar der übliche Begriff für IS, nämlich Intersexualität, nachzulesen auf Wikipedia, zumindest wenn es um Biologie geht. Gut, wir wollen jetzt mal ein noch längeres Wort nehmen, nämlich das ebenfalls sehr übliche Wort für IS. Sexualdifferenzierungsstörung. So, und da das ein sehr, sehr langes Wort ist, wäre es doch praktisch, wenn dieses automatisch hier eingefügt würde. Wie machen wir das? Extras. Autokorrekturoptionen. Hat man noch nie ein Kürzel eingegeben, gibt man es ein und sagt neu. Und man hat einmal das Kürzel selber und den Ersetzungsbegriff. Ich habe in diesem Fall IS großgeschrieben schon mal definiert. Man kann auch nach vorhandenen Begriffen suchen. Sieht man hier. Hat man schon einen be vorhandenen Begriff, kann man das auch ändern. Einfügen. Ersetzen, drücken. So, wie gesagt, habt ihr noch keinen Begriff, macht ihr einen neuen. Einmal mit dem Kürzel und dem Ersetzungsbegriff. Okay, wir schauen uns an, ob das funktioniert hat. Die IS-Leerzeichen muss weg. Hat funktioniert. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.